Schornsteinfeger möchte ich werden, ist der schönste Beruf auf Erden. Morgens, wenn ich früh aufstehe, erst nach meinem Besen seh. Mike Preußmann ist Schornsteinfegermeister und schwärmt von seinem Beruf. Das machte mich neugierig und daher tauschte ich meinen Büroalltag gegen einen Tag an der frischen Luft. Hallihallo! Guten Morgen, Katja, grüß dich! Auf geht's, oder? Auf geht's, wollen wir? Jawohl! So, dann habe ich gleich ein paar Handschuhe für dich als das meine ist sehr gut. Praktikantin. Dankeschön. Dankeschön. Dann nehmen wir uns gleich mal das Werkzeug, was wir brauchen. Jawohl. Das war es doch zum einen das Kehrwerkzeug, weil wir heute Schornsteine kehren. Sieht auch ein bisschen gefährlich aus. Naja. Und für dich den Eimer, weil wir nachher den Ruß wieder rausnehmen. Gut. So, auf geht's, dann wollen wir. Beginnen wir also meinen Tag bei Mike Preußmann. Ich bin gespannt, was mich als Praktikantin heute erwartet. Wir starten auf dem Dach vom Senftenberger Pub. Ja, guten Morgen, wir kommen zum Kehren. Der Schornsteinfeger ist da. Hallo, und ich bin die Praktikantin. So, Katja, geh mal hoch aufs Dach. Dich würde ich bitten, den Eimer hier vorne stehen zu lassen. Den brauchen wir erst nachher, wenn wir den Ruß im Keller rausnehmen. Jetzt gehen wir erstmal hoch zum Kehren. Gut, ich bin gespannt. Komm ich dann die Treppe rauf. Schornsteinfeger! Musst du das immer rufen? Ja, in Mehrfamilienhäusern, damit alle Leute Bescheid wissen. Denn manch einer, der möchte noch gerne die Ofentüre verschließen. Sonst haben wir das Problem, dass es dann beim Kehren eventuell qualmen könnte in der Wohnung. So. Ach, ist das aufregend. Jetzt schau, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Immer schön auf den Kopf aufpassen. Was für ein Ausblick. Senftenberg liegt vor mir und ich schaue mich um, welche Häuser mir sofort bekannt vorkommen. Sogar meine Wohnung konnte ich entdecken. Was machen wir jetzt? Jetzt wird der Schornstein gekehrt. Und zwar ist das ein Schornstein, an dem hier mehrere Öfen für feste Brennstoff angeschlossen sind, sprich Kachelöfen. Und durch den Betrieb im Winter geht natürlich der Rauch hier durch und es sammelt sich Ruß im Schornstein an. Dieser muss natürlich entfernt werden, wie wir gerade gesagt haben, wegen der Brandverhinderung. Deswegen gehe ich jetzt hier hoch, die würde ich jetzt auch alleine durchführen und kehre den Schornstein. Und nachher, deswegen haben wir den Eimer mit, gehen wir im Keller den Ruß entfernen, weil der Ruß, den wir jetzt abkehren, fällt bis runter. Okay, gut, also. Na dann. Während Mike nun den ersten Schornstein kehrt, beobachte ich den Vorgang genau. Denn als nächstes darf ich selber ran. So ein Schornsteinfeger sieht schon toll aus in seiner schwarzen Kleidung. Und irgendwie ist es ein Glücksgefühl, ihn zuzusehen. Selbst von Weitem, die Kinder aus der Ferne winken ihm zu. Mike, warum wird eigentlich der Schornsteinfeger als Glücksbringer gesehen? Das hat eigentlich eine ganz lange Geschichte. Und zwar war es früher so gewesen, dass Schornsteine durch den Schornsteinfeger gekehrt wurden, einfach nur um Brände zu verhindern. Denn früher im Mittelalter sind teilweise ganze Straßenzüge abgebrannt. Und in dem Moment, wo der Schornsteinfeger da war und den Schornstein gekehrt hat, konnte sich der Brand eben nicht ausbreiten. Und somit konnten die Leute ihr Hab und Gut behalten und auch die Häuser blieben stehen. Mike, dann heißt es, dass ich jetzt Glück habe. Dieser Aberglaube der Menschen, der geht ja daher, dass die Menschen dann den Schornsteinfeger entweder berühren oder am goldenen Knopf drehen. Das darfst du gerne probieren. Genau, so ist das mit dem Glück heutzutage. Wir gehen nun aufs Nachbardach. Jetzt darf ich mich unter Beweis stellen. Bin ich als Praktikantin wirklich geeignet? Hallo? Nicht, dass du die Leute hier noch erschreckst. Das ist deine alltägliche Dienstkleidung oder hast du das nur für mich heute angezogen? Nein, das ist die alltägliche Dienstkleidung, das ist die Zunftkleidung des Schornsteinfegers. Und genauso wie der Zylinder, der gehört dazu, den tragen die Schornsteinfeger ab der bestandenen Gesellenprüfung. Und das ist das typische Bild des Schornsteinfegers, wie man es seit eh und je halt kennt. Aber dennoch hat sich der Beruf schon etwas gewandelt. Es ist mittlerweile auch so, dass wir Schornsteinfeger Abgasmessungen durchführen an Gasheizungen. Ne? Da gehen wir natürlich nicht zwangsläufig mit einem Kehranzug in die Häuser. Dann ist es so, dass wir Überprüfungen an Lüftungsanlagen durchführen, die natürlich auch nicht im Kehranzug durchgeführt wird. Denn da haben wir dann eben zu den jeweiligen Arbeiten die passende Bekleidung. Aber das ist schon die klassische Schornsteinfeger-Zunftkleidung, die ich auch heute noch sehr gerne trage. Nach diesem herrlichen Ausblick und dem ersten Step des Kehrens geht es nun in den Keller zum Ende des Schachts. Hast du den Eimer dabei? Hab ich natürlich. Den brauchen wir. Komm, auf den Kopf aufpassen. Jawohl. Habe ich ja oben schon gemerkt. Hier. Schmerzhaft. So Katja, der ist es. Hier nehmen wir den Ruß jetzt raus. Du machst auf und soll ich was helfen? Nö, brauchst du jetzt ehrlich gesagt nicht. Mike, das ist jetzt das Schornstein ausfegen sozusagen, ja? Genau. Das ist das Entfernen der Verbrennungsrückstände an der Sohle. Das ist ganz wichtig nach jedem Kehren, denn wenn das hier mal ein bisschen vernachlässigt wird,
Da haben wir irgendwann das Problem, dass der Ruß im Schornstein sich immer mehr ansammelt und stapelt und dadurch die Funktion des Schornsteins beeinträchtigt wird. Das heißt, dass der Ofen dann irgendwann nicht mehr zieht. Und was nicht zu verachten ist, die Brandgefahr, die dadurch entsteht. Denn den Ruß wollen wir ja entfernen, um Brände zu vermeiden. Deswegen wird natürlich auch der Ruß raus. Der Auftrag ist hier rasch erledigt. Der Ruß wird noch entsorgt und ich frage mich, ob der Beruf als Schornsteinfeger eine Zukunft hat. Das Berufsbild des Schornsteinfegers wandelt sich natürlich auch schon über Jahrzehnte. Aber dennoch ist es so, dass jeder so seinen Kamin oder seinen Ofen heizen möchte, denn das ist eine schöne Wärme und ich denke, da haben wir noch ein Weilchen zu tun. Mein Praktikumstag bei Mike Preußmann hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn das Wetter heute nicht so mitgespielt hat. Glück für die nächste Zeit habe ich mit Sicherheit. Denn mein kleiner Schornsteinfeger wird mich nun als Glücksbringer begleiten. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. War schön, hat Spaß gemacht. Dann für dich noch einen persönlichen Glücksbringer. Oh, vielen Dank. Hast du auch einen Glücksbringer? Nee, so richtig einen Glücksbringer habe ich nicht. Aber mein persönliches Glück ist meine Familie. Ach schön. Mike, danke schön, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Also denn, macht's gut, Leute. Ich denke, bei Sonnenschein und angenehmen warmen Temperaturen werde ich noch einmal über den Dächern von Senftenberg hüpfen. Bis dahin, freut euch und winkt dem Schornsteinfeger zu, wenn ihr ihn entdeckt. Und da fährt er davon.